Armer Peter. Peter hat solche Angst vor Insekten, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als einen Ort auf der Erde zu finden, an dem er vor ihnen sicher ist. Nach Jahren der Forschung und des Reisens findet er schließlich den Ort, an dem er leben kann, die Antarktis. Peter will dorthin, weil er sich sicher ist, dass Insekten in der Kälte nicht überleben. Ah! Er hat ja keine Ahnung, dass es auf jedem Kontinent der Erde Insekten gibt. Naja, nicht wirklich auf jedem. Mit der Antarktis hatte er irgendwie schon recht. Dort gibt es nicht viele Insekten. Aber eine Insektenart fühlt sich dort besonders wohl. Die flügellose Zuckmücke namens Belgica antarctica. Diese Mücke ist wirklich winzig, dennoch ist sie das größte Landinsekt der Antarktis. Okay, wir haben also festgestellt, dass es quasi keinen Ort auf der Erde gibt, an dem es keine Insekten gibt. Naja, so ganz stimmt das eigentlich nicht. Wenn du den Insekten entkommen willst, müsstest du weit schwimmen, denn der einzige Ort, an dem kein Insekt leben will, ist die Erdoberfläche, die von den Weltmeeren bedeckt ist. Aber warum hassen Insekten das offene Meer? Niemand hat eine abschließende Erklärung dafür, aber man geht davon aus, dass den Ozeanen die Pflanzen fehlen, die Insekten als Nahrung und Unterschlupf brauchen. Kannst du dir vorstellen, dass Insekten das größte Spionagenetzwerk der Welt aufbauen könnten? Ja, wirklich. Insekten haben nämlich überall Ohren. Und diese Ohren müssen nicht unbedingt auf dem Kopf sein. Manche haben Ohren an den Flügeln, an den Beinen und sogar am Bauch und am Hals. Viele Insekten leben ein einsames Leben. Natürlich gibt es auch welche, die eine Art Familie haben. Wie zum Beispiel die Zuckerkäfer. Sie bilden familienähnliche Einheiten, in denen beide Eltern zusammen ihre Jungen aufziehen. Sie haben sogar ein eigenes Vokabular und kommunizieren durch Quietschgeräusche. Hast du dich schon mal gefragt, ob sich ein Insekt verletzt, wenn es aus einer bestimmten Höhe fällt? Naja, das Thema ist etwas komplexer, aber nehmen wir zum Beispiel Ameisen. Wenn sie aus großer Höhe fallen, nehmen sie keinen Schaden, weil sie so klein sind. Viele Insekten können theoretisch aus einer Höhe von mehreren Kilometern runterfallen und bleiben unversehrt. Die Erklärung dafür hat mit Mathematik und Physik zu tun. Die Insekten selbst haben keine Zeit, das zu studieren, also einfach gesagt, sie sind nicht schwer genug, um auf den Boden aufzuschlagen. Wenn sie fallen, bauen sie dafür nicht genug Geschwindigkeit auf, sie werden sogar langsamer. Die relativ große Oberfläche einer Ameise in Bezug zu ihrem geringen Gewicht erzeugt einen großen Luftwiderstand, daher wird sie bei ihrem Absturz immer langsamer. Apropos Ameisen, es leben etwa 1 Billiarde von ihnen auf der Erde. Das sind etwa 1,4 Millionen Ameisen pro Mensch, umgerechnet auf die Weltbevölkerung von 7,3 Milliarden Menschen. Wenn du diese Zahl hörst, denkst du dann auch, dass es eigentlich ihr Planet ist? So, und jetzt stell dir eine Fruchtfliege mit einem Astronautenhelm vor. Das ist kein Scherz, sie waren tatsächlich die ersten Lebewesen, die ins All geschossen wurden. Das war 1947. Eine V-2-Rakete startete von der Erde und in weniger als 200 Sekunden erreichte sie eine Höhe von 110 Kilometern. Dann kehrten sie mit dem Fallschirm zur Erde zurück. Nicht alle Insekten haben so viel Glück. Raupen zum Beispiel haben insgesamt 12 Augen, sind aber trotzdem fast blind. Ihre einfachen kleinen Augen können nur zwischen hell und dunkel unterscheiden. Sie können also kein klares Bild von dem sehen, was vor ihnen passiert. Und nein, eine Brille für Raupen ist keine Marktlücke, falls du das jetzt denkst. Es gibt tatsächlich Insekten, die viel Aufwand für ein glückliches Leben betreiben. Zum Beispiel die Steinfliegen. Sie machen Liegestütze, um Frauen aufzureißen. Ich meine Weibchen zu umgarnen. Wusstest du, dass Schmetterlinge die Umgebung mit ihren Füßen schmecken? Ja, so seltsam das klingt, aber ihre Geschmackssensoren sind an ihren Füßen. Sie stellen sich also auf ein Blatt und kosten es. Wenn sie glauben, dass die Pflanze ihren Raupen schmecken könnte, legen sie ihre Eier an dieser Stelle ab. Aber wie fressen sie eigentlich, wenn sie doch nichts zum Beißen oder Kauen haben? Sie benutzen ihre lange Zunge, die eher wie eine Röhre aussieht und Proboscis genannt wird. Die ist wie ein Strohhalm, mit dem die Schmetterlinge Flüssigkeiten, beispielsweise Nektar, schlürfen. Übrigens lebten die Vorfahren der kleinen schlauen Insekten lange vor den Dinosauriern auf der Erde. Fossile Funde lassen darauf schließen, dass die ersten Heuschrecken vor mehr als 300 Millionen Jahren auf der Erde auftauchten. Hast du schon mal gehört, dass Insekten auf Rockmusik stehen?
Also Termiten mögen diesen Sound irgendwie. Sie knabbern am Holz und dabei entstehen diese musikalischen Vibrationen. Warum? Weil sie ihnen helfen, die beste Quelle für ihr Futter zu finden. Wenn Heavy Metal oder Rockmusik gespielt wird, fressen sie sich wohl schneller durchs Holz. Knabbern sie dann langsamer bei klassischer Musik wie von Brahms oder Bach oder schlafen sie dabei ein? Diese Art von Insekten kannst du nur schwer erkennen. Sie sind Meister der Verkleidung, weil sie wie ein Blatt aussehen. Im Laufe ihrer Existenz haben es die wandelnden Blätter, der Fachausdruck ist Phyllidae, geschafft, ihre Tarnung zu perfektionieren, sodass sie für Raubtiere unsichtbar sind. Manchmal schaukeln sie auch hin und her, um die Bewegung der Blätter zu imitieren, wenn der Wind durch sie weht. Bist du in der Natur und brauchst eine Wettervorhersage? Dann höre auf die Grillen. Ja, sie funktionieren wie ein Thermometer, wenn du so willst. Du kannst die Außentemperatur selbst berechnen, indem du das Zirpen der Grillen in einer Minute zählst und dann durch 4 teilst. Zu dieser Zahl musst du dann noch 40 addieren und schon kennst du die ungefähre Temperatur, allerdings in Fahrenheit. Wenn Grillen zirpen, dann hör mal genau hin. Sie spielen nämlich ihr eigenes Lied, um einen Partner anzulocken und auch um ihr Revier zu verteidigen. Ja, Musik, die abschreckt und gleichzeitig anziehend wirkt. Hast du einen Garten und brauchst Hilfe, die nichts kostet? Dann lass Marienkäfer rein, denn sie ernähren sich von anderen Insekten, darunter auch einigen Schädlingen, die deinen Pflanzen schaden. Sie halten zum Beispiel Fruchtfliegen und Blattläuse in Schach. Ein Marienkäfer frisst in seinem Leben mehr als 5000 Insekten. Er lebt aber nur etwa ein Jahr. Kommen wir jetzt zu den fleißigen Bienen. Sie können 190 Mal pro Sekunde mit den Flügeln schlagen. Ich rechne das mal für dich weiter. Das sind 11.400 Flügelschläge pro Minute. Was für ein Workout. Sie brauchen aber auch viel Kraft, denn ein einziges Bienenvolk produziert im Jahr etwa 100 Kilo Honig. Abgefüllt in Gläsern sind es 220. Das ist quasi eine Fabrik der Natur. Aber du musst den Bienen erst beibringen, Honig zu produzieren. Es liegt nämlich nicht in ihrer Natur, das von sich aus zu machen. Ein weiterer faszinierender Aspekt bei Bienen ist, dass die Temperatur in ihrem Bienenstock unabhängig vom Wetter immer um die 34 Grad beträgt. Das liegt daran, dass sie ihren Bienenstock sehr gut isoliert haben. Bienen haben außerdem unterschiedliche Mägen zum Fressen und zum Speichern von Honig. Bienen verrichten also nicht ihr Geschäft, während sie futtern. Okay, renn jetzt nicht gleich panisch weg, denn ich habe einige Fakten über Spinnen, die dich echt interessieren werden. Spinnen sind nützlich, um unsere Ernten vor anderen Insekten zu schützen. Denk mal drüber nach, wir haben ihnen also viel zu verdanken. Sie können übrigens auch super gut sehen. Sie sehen Lichtspektren, von denen wir nur träumen können, wie UVA und UVB-Licht. Apropos Superkräfte, ein Faden Spinnenseide ist 5-mal stärker als ein Strang Stahl, bei gleicher Dicke, versteht sich. In der Wissenschaft glaubt man, dass wenn Spinnen so groß wie Menschen wären, ich hoffe, das passiert nie, dann könnte ihr Netz Objekte von der Größe eines Flugzeugs auffangen. Diese Spinnenseide ist anfangs flüssig und härtet aus, wenn sie mit Luft in Verbindung kommt. Einige Spinnen sind auch ziemlich heimtückisch. Sie haben sich so entwickelt, dass sie wie Ameisen aussehen. Warum? Na, damit sie von anderen Raubtieren in Ruhe gelassen werden und Ameisen besser jagen können. Spinnen haben keine Flügel, so viel ist sicher, aber es gibt springende Spinnen, die das 50-fache ihrer Körpergröße mit einem Hüpfer zurücklegen können. Ist dir auch gerade ein Schauer des Ekels über den Rücken gejagt? Also mir schon.